Ja, meine lieben Freunde, wunderschönen guten Tag, Gavin und Will am Start, und zwar mit der nächsten App-Review, und zwar mit Angry Birds Epic. Es ist jetzt also endgültig soweit, das rundenbasierte Kampfgeschehen geht in die nächste Runde. Und wir müssen gucken, was wir hier so Schönes machen können. Wir haben eine neue Optik, muss ich mal sagen. Und natürlich auch von der Perspektive her sieht es ganz anders aus. Auch das Kampfgeschehen ist etwas anders, als wir das bisher gewöhnt sind. So, dann haben wir hier eine Beute, die wir erobern können, immer zum Schluss, haben die 3 Sterne abkassiert und gehen direkt nach dem Ladevorgang, der relativ schnell geht, in die nächste Runde rein. So, dann haben wir ja natürlich zu Anfang an erstmal ein kleines Spiel, welches sich natürlich noch Großdaten aus dem Internet rauszockt. Gucken wir mal, geht's in den nächsten Kampf. Das heißt, ihr müsst, glaube ich, 5 Audiodateien extra runterladen, sind um die 140 Megabyte, wie ich gesehen habe. So, wir hauen als erstes hier der, ja, weiß ich nicht, Schweineschildkröte 1 auf die Gurke. Dann hauen die mir eins drauf und ich bin ja hier der Epic nicht Jack the Ripper, sondern der Epic Ritter. Ich hätte eigentlich den hier platt machen wollen, aber irgendwie hat es wohl gerade nicht so richtig hingehauen. Na gut, dann hauen wir ihm jetzt mal eine drauf auf die 12 und dann ist das auch schon erledigt, das Kampfgeschehen. Jetzt habe ich gerade nicht ringsrum beobachtet, kann man hier irgendwas Bestimmtes machen? Trotzdem 3 Sterne. Was wollen wir haben? Das Zeug hier. Keine Ahnung, wie das hier so richtig funktioniert. Kann man das nehmen? Nein, das kann man nicht nehmen. Also irgendwas wird es ja schon zu bedeuten haben. Wir werden das wahrscheinlich noch im Laufe des Spiels rausfinden. Es ist auf jeden Fall viel zu holen, das steht jetzt schon mal fest. Eine riesengroße Insel mit verschiedenen Levels. Tägliches goldenes Schwein. Schnapp dir das tägliche goldene Schwein und du wirst reich belohnt. Ja, machen wir. Da ist es. Nee, ist es nicht. Dann gehen wir halt auf den nächsten Kampfbonus und gucken uns an, wo wir denn da jetzt landen sollten. Die Grafik ist schön, auch schön animiert, das muss man dazu noch sagen. Das ist echt cool. Auf dem Quad-Core natürlich keinerlei Probleme. Ich glaube, wenn wir das auf dem Dual-Core gespielt hätten, wäre es schon wieder problematisch geworden. Also lieber gleich mit Quad-Core-CPU-Power gegen vorgehen, ist immer das Beste. Achso, ihr müsst genau darauf achten, dass es rot wird, hier die Schlinge, wenn man den drumherum zieht und dann geht's weiter. Achso, das Blaue da oben sehe ich gerade, ist also der Erfahrungswert. Ich bin gerade noch Level 1, habe gerade erst angefangen. Was ist das hier? Wissen wir noch nicht, oder wie? Münzen? Na gut. Also wie das hier mit der Beute funktioniert, habe ich noch nicht so ganz verstanden. Das muss ja irgendwie noch erklärt werden, denke ich mal. So, gehen wir mal weiter. Ja, tägliches goldenes Schwein, alles klar. Achso, da oben sind also die Münzen, die wir haben. Ach, das war das, wo ich jetzt zum Kampf hingegangen bin. Ich weiß auch nicht, ob es beschränkt ist, dass man hier beschränkte Anzahl von Kämpfen hat. Halten. Achso. Und dann, was passiert jetzt hier? Alles klar. Achso, ich kann mir das jetzt hier angucken, wahrscheinlich wie viel Kampfkraft der Bengel hat. Wie jetzt? Bringt mich das weiter? Ach so, ist das ein härterer Angriff oder täusche ich mich da jetzt? Ach so. Bin ich jetzt ausgewichen oder was? Das Schwein ist dran. Das ist auch geil. Oh, der haut mir hier ganz schön eine drüber. Naja, dann musst du hier erstmal ein bisschen leiden, mein Freund. So geht das ja hier nun nicht. Was der da macht, ist, glaube ich, so eine Art Schutzschild. Alter Falter, hast du einen Schaden oder was? Was ist das hier eigentlich für eine Pepperoni? Das, ja, nochmal drauf. Ach so. Donnerwetter, jetzt haben wir ihn da kaputt geprescht. Das gibt aber auch nicht viel Erfahrungspunkte. Das ist hier, entweder gehört die Pepperoni zu meinem Wutmodus dazu, weil die liegt ja nicht einfach so im Wasser rum, ne? Wäre ja nur auch Quatsch. So, dann haben wir das hier schon mal. Ich glaube, das sind dann die Belohnungen, die wir dann trotzdem noch einsammeln, wenn ich mich jetzt nicht täuschen sollte. Ja, auf jeden Fall eines der krassesten Ableger, wie ich finde. Da, damals das erste Spiel war ja schon genial. Jetzt kommt hier wohl der Endgegner, wa? Na komm schon, Hinder. Na, da greifen wir doch an. Jetzt hauen die ab, was ist denn da los? Wo wollt ihr denn hin, meine Freunde? Das ist doch hier nicht euer Ernst. Da ist irgendwie. Achso, wir müssen also Richtung Höhle. Was haben wir hier oben?
Was ist das hier eigentlich? Ist das der neutrale Modus oder was, auf welcher Seite ich hier kämpfe? Das habe ich leider auch noch nicht ganz rausgefunden. Oh, das erste Mal Werbung hier im Spiel. Das ist schon okay. So, wir hauen als erstes hier die Plattnase weg. Das ist, glaube ich, das Beste. Und gucken mal, jetzt müsste sich ja die Pepperoni, Paprika, ja, die füllt sich auf. Ist also der Wutmodus. Irgendwas ist das hier, so eine Art Schild anscheinend, damit wir keine auf den Dez kriegen. Kriegen wir trotzdem. Aber wir werden es trotzdem ausprobieren müssen. Irgendwas hat er hier auch mit so einem blauen Streifen. Ich weiß nicht, was das bedeuten soll. Nanu, greif an, mein Freund. Jetzt. Oh. Sag mal. Ja, jetzt hat er es kapiert. Wunderschön die Sache. Endlich, dass es mal weitergeht. Na? Er visiert es leider nicht sofort an, aber es dauert immer eine Weile. Ich glaube, wenn die Paprika, Peperoni, halt, stopp. So, da ist er drinnen und jetzt kriegt er einen kritischen Wutschlag ab. Und unser Freund hat eine auf der Nase bekommen und unsere Erfahrungspunkte sind schon wieder ein bisschen geklettert. Sehr gute Punktzahl, das gibt 3 Sterne. Wir sammeln irgendwelche Kisten, mal sehen, was es uns bringt. Ich glaube, das ist irgendwie so ein Tausch. Kann das sein, dass es der Tausch ist, was ich irgendwie mit dem austausche oder so? So direkt, denke ich mal, müsste es eigentlich von Bedeutung sein. Wir rauben also den Gegner danach noch aus. Dann geht es also direkt weiter. Was ist das hier? Kampfserie Schweineknast, alles klar. Tja, also wir haben hier jede Menge noch vor uns. Wir werden uns gleich mal angucken, nachdem wir den Kampf jetzt hier bewältigt haben, ob wir uns hier eigentlich noch weiter ausrüsten können. Das müsste ja eigentlich der Fall sein. Normalerweise muss man sich hier, glaube ich, aufpäppeln können, dass wir hier noch mehr Rüstung haben oder vielleicht bessere Waffen, schätze ich doch mal. So, da haben wir den erstmal weggehauen. Ach, gucke, da kommt gleich der nächste Gegner an. Der bekommt gleich eine auf seinen Helm drauf, damit hier mal Ruhe ist im Knast. Denn so geht das hier nur nicht. Ist also nichts mehr mit Abschießen von irgendwelchen Gebäuden, dass man die zum Einsturz bringen kann, sondern direkt im Epic-Modus. Immer schön auf die 12 drauf. Kommt Nummer 3. Ach, guck mal, hier oben wird es angezeigt. 3 Gegner. Oh, und dieses Mal gleich noch ein paar mehr. Na, was ist nur los? Was ist das? Ach so, den sollte ich jetzt zuerst wegmachen. Ist das ein Magier oder was ist das? Das ist ein Hexenmeister, wie es aussieht hier so. Der heilt unsere Freunde. Also meine Lieben, das geht so nicht. Wir hauen dich jetzt erstmal weg. Oh, der lebt noch. Das ist schlecht. Was macht er denn nun? So, wir könnten jetzt vorspulen. Wir können es aber auch lassen. Aber wir gucken und... Wie jetzt? Ach, der war auf meiner Seite. Der war auf meiner Seite oder was? Wenn ich den jetzt befreit habe. Oh, 45.000. Na, das sieht doch sehr gut aus. So, da haben wir direkt Punkte kassiert. Jetzt bin ich gespannt, ob wir jetzt einen Weggefährten haben oder ob der einfach nur so befreit werden wollte. Dann haben die den hier gefangen genommen. Darum war der in der Holzkiste drin. Ach ja, Tatsache. Und wir werden mehr. Das Team vergrößert sich also systematisch. Chuck, ein mächtiger Zauberer, der allen Gegnern gleichzeitig Schaden zufügen kann. Das ist schon mal sehr gut. Man hat es ja eben gerade gesehen. Der hat sie alle umgehauen. Was haben wir denn hier drin, wenn wir auf das Vogelnest klicken? Können wir da irgendwas Neues sehen oder haben wir da eine neue Errungenschaft? Melde dich mit deinem Google-Konto an und sammle Erfolge. Das werden wir gleich mal tun jetzt hier. Wir sind gleich wieder live auf Sendung, meine Freunde. Einen klitzekleinen Moment. Die Anmeldung läuft. Anmelden, anmelden, anmelden. Müsste ja jetzt soweit drinne sein. Dann haben wir auch wieder das Bild dabei. So, App Review News ist gerade angemeldet. Das ist gut. Erreichter Erfolg trifft Chuck. Haben wir gemacht. Wenn wir ihn anklicken, können wir irgendwas machen. Ach ja, wir können also verschiedene Sachen ausrüsten. Ausgerüstet ein Zauberstab. Was habe ich bei meinem? Ausgerüstet, kann man hier noch was kaufen? Noch nicht anscheinend. Das ist natürlich interessant. Also man kann aufrüsten ohne Ende. Nicht, dass das hier wieder so ein Pay-Safe-Game ist, wo man wirklich viel bezahlen muss. Was ist das hier? Du hast derzeit keine Nachrichten. Kann man also Postfach haben? Schätze, Tränke, Schmiede. Alles klar. Hier kann man also jede Menge machen. Das ist aber nicht gerade günstig, die Angelegenheit. Das heißt, ihr müsst hier erstmal ordentlich sammeln oder ordentlich eigenes Geld investieren. Wer das machen möchte, kann das natürlich tun. Aber ich werde es nicht tun. Ich werde mir das Ganze hier einfach mal auf kostenloser Basis weiter anschauen. Mal sehen, wie weit wir dann kommen.
ob es weitergeht oder nicht. So, jetzt gehen wir mal schnell zu zweit noch in den Kampf rein. Schauen uns die Sache mal an. Ich sehe, wir können bis zu 7 Leute anscheinend sein. Also 7 Vögel. So eine Vögel hier, wa? So, jetzt gucken wir mal. Greifen wir ihn an und die kriegen alle Schaden. Das ist ja ideal. Na nun. Was denn jetzt? Was machen wir jetzt? Ach so, ich soll hier runterziehen. Dann wird er jetzt entweder geheilt oder was? Oder kriegt er irgendwelche Punkte mit? Jetzt kriegt unser guter Zauberer einen auf den Deckel. Aber das ist gar nicht mal so schlimm, weil, meine Freunde, jetzt habt ihr natürlich die bekloppteste Karte gezogen, die man nur ziehen kann. Und wir steigen bald auf Level Nummer 2 auf. So, du kriegst erstmal weiter weg drauf, dass dein Schildkrötendeckel da weg ist, du kleines Schwein, du. Und es stimmt wirklich, ist keine Beleidigung, weil es sind ja wirklich kleine Schweine. So, und je weniger Angriffe man anscheinend braucht, desto mehr Punkte gibt es, so wie ich das jetzt gesehen habe. 45.000 und 3 Sterne, da nehmen wir gleich mal, ob das Gold ist, weiß ich jetzt nicht, das auf jeden Fall. Lassen das kleine Schwein heulen und haben es wieder mal geschafft und so geht es ins nächste Getümmel wieder rein. Ich wünsche euch damit, wie gesagt, viel Spaß. Die App ist kostenlos im Play Store erhältlich, eben gerade erst rausgekommen sozusagen, hat noch unter 10 Downloads, so wie ich das gerade gesehen habe. Kommt drauf an, wann ihr dieses Video natürlich schaut. Ich wünsche euch damit viel Spaß. Den Link findet ihr bei mir kostenlos natürlich in der Beschreibung und ladet euch die App dazu auch noch runter. Viel Spaß damit. Wir sehen uns bei der nächsten App-Review. Auf Wiedersehen.